Sind wir bereit? Passt. Ich bin's. So, grüß euch, Inside Podcast ist wieder da. Die heutige Sendung wird produziert wie immer von Mad Monkey Studio, danke an Dino. Und die heutige Sendung wird unterstützt von Asacola, unser erster Sponsor. Asacola, der lackiert Autos, ist Autospenglerei, Motorräder, Oldtimer, alles was mit Lackieren zum tun hat. Mein heutiger Gast, ein ganz besonderer wieder mal, aus der Tenniswelt, der Weltrangliste 55. mit 18 oder einem 23. Platz belegt, im Einzel, im Doppel, im 24. Der hat nie aufgeben können, wird immer den Sieg. Daniel Köllerer, danke, dass du da bist. Hallo, servus, grüß dich. Wie geht's dir heute? Du, bei mir alles bestens, alles im grünen Bereich. Ja. Hast du heute ein bisschen länger geschlafen, habe ich gesehen in deiner Instagram-Story. Ja, heute war ich ausnahmsweise einmal ein bisschen länger im Bett. Bin in der Nacht zurückgekommen vom Pokern. Da war der Kleine dann quietschfidel, den habe ich dann um 2 in der Früh ein bisschen beschäftigt und bin halt dann selber sehr spät schlafen gegangen und dadurch dann auch ein bisschen länger geschlafen heute. Der Kleine halt ein bisschen auf Trab, oder? Der Kleine halt mir absolut auf Trab. Ich bin natürlich trotzdem, sage ich mal, viel am Tennisplatz, aber wenn ich halt dann daheim bin, dann sind natürlich meine Frau und meine 2 Kids natürlich an erster Stelle. Das ist klar, ja. Genau, Familie kommt an erster Stelle. Du hast halt eine Verstärkung mit, die Lilly ist auch da, sie sieht man nicht, deine älteste Tochter. Genau, ja, die wollte unbedingt mitfahren heute. Du hast uns ein Zitat mitgebracht. Du kennst das schon, ja? Normal sind die anderen. Ja, es war halt einfach bei mir immer so, dass ich habe mich für den Weg entschieden als Tennisprofi und habe halt dann, sage ich mal, über meinen Manager ein gewisses Team zusammengestellt. Ja, da habe ich halt auch Leute dabei gehabt, die was vor allem im Fitnessbereich, der Max Berger, der war halt genauso, sage ich mal, im Positiven jetzt gestört, so wie ich. Ja, und wir haben damals gesagt, okay, wir gehen den Trainingsaufbau los kurz nach Weihnachten bis Ende Jänner. Mit kurz nach Weihnachten habe ich irgendwo so mit dem 27. gerechnet, angefangen haben am 25. um 8. Ja. Um 9:30 habe ich das erste Mal gespielt, weil er mich so geschliffen hat. Ja. Und ja, es hat für mich nicht den Anweg gegeben. Ich habe damals meinem Vater angesudert, ohne Ende, dass er mich endlich von der Schule raus tut. In welchem Alter? Es war damals, das weiß ich noch, ich bin zweite Klasse Handelsschule, bin ich sitzen geblieben mit 360 Feststand. Aufgrund vom Tennis. Ja, sicher. Ja. Ja. Da war ich schon frisch vor einem Frühstück. Ne? Ja, und ich bin dann auch zur Nachprüfung direkt vom Flughafen von Wien gekommen, von den US Open haben. Ja, ich habe natürlich dort gar nichts gewusst. Ne? Ja. Und dann war ich halt insgesamt von Schulbeginn bis zu den Weihnachtsferien, war ich, wenn ich nur die Stunden zusammensetze, also immer nicht von Tagen. Ja? Ich war halt 2 Stunden in der Schule, dann bin ich zum Training oder ich bin zu einem Turnier oder sonst irgendwas. Ne? Ja, da sind sie halt heiße 13 Tage ausgegangen. Ne? Und egal, in was für ein Fach ich gesessen bin, es war für mich alles ein Fremdspruch. Ja. Ja. Ich habe dann gesagt, ja, bitte tue mich raus. Und ja, ich habe halt dann gewusst, okay, ich habe nur die eine Karte, auf die was ich alles setze. Ja, das ist Tennis. Und da muss ich halt auch alles rausholen. Ne? Und ich habe halt da in der Zeit, beziehungsweise mein Trainer hat mit mir in der Zeit eine extrem gute Arbeit gemacht. Ich habe halt von 25. Dezember bis 31.01. habe ich 7,5 Kilo Muskelmasse zugenommen. Ne? Und ja, es war halt Vormittag war Fitness, dann war Tennis, Regeneration, nur mehr Tennis und am Abend habe ich halt dann das gleiche Programm von mir in der Früh nur mehr gemacht. Ne? Warte, wie oft hast du denn 3 oder 4 Mal am Tag? 3 Mal und auf 14 Mal habe ich halt selber Rad alleine gemacht. Ne? Boah. Und wie also ich bin teilweise, was weiß ich, um 7, viel über 7 aus dem Haus und bin halt um 9:30 heimgekommen. Aber das war mir halt einfach wichtig, ich habe nichts anderes zu tun gehabt. Ja, das war der Leidenschaft, der Leben, gell? Nein, das war halt mein Beruf. Ne? Ja. Also, ich habe dann schon einen Führerschein gehabt, da war ich 18,5 oder was. Ja. Und da habe ich dann gewusst, ja, okay, entweder das oder halt gar nichts. Ne? Okay, gehen wir nochmal ein bisschen zurück zu den Anfängen. Als Kind, wie hast du die Leidenschaft zum Tennis gefunden? Du, mein Papa und meine Mama, die haben selber Tennis gespielt. Die haben mich natürlich immer mitgenommen am Platz. Ja, und habe dann angefangen mit dem Papa ein bisschen. Ja, wenn Mama und Papa gespielt haben, habe ich immer wieder versucht, die Tenniswand umzuschießen. Das ist mir leider Gottes nie gelungen. Und ja, irgendwann war halt dann einmal so eine Sichtung und sind halt dann die ersten Trainer auf mich aufmerksam geworden, wo es geheißen hat, ja, dass ich halt ein extremes Ballgefühl habe und dass ich halt sehr talentiert rumkomme, ja, dass halt das gefördert gehört. Ja, und das haben halt dann meine Eltern gemacht. Ne? Also die haben mir halt dann, sage ich mal, den Weg ermöglicht, dass ich dann gehen kann, dem, was ich dann gegangen bin. In Wels, ja. Angefangen habe ich in Wels, ja, dann war eh so Vereinstraining, dies, jenes.
Dann haben wir aber das Ganze auf privater Ebene gemacht, über Linz und so. Ne? Mhm. Also da habe ich dann 3 bis 4 Mal in der Woche privat trainiert, plus halt dann, ich weiß nicht, wie es jetzt heißt, so ja, Mannschaftstraining und jetzt heißt es Kadertraining und da war ich halt dann dort oder da war ich halt dabei, das war halt dann, sage ich mal, kostenlos. Ja. Mhm. Das war halt dann das, wo sich halt der Papa ein bisschen Geld gespart hat. Ne? Aber ja, es ist natürlich dann schon in der Jugend ziemlich, ziemlich straff dahingegangen, aber ich muss trotzdem betonen, dass halt das immer alles von mir ausgegangen ist. Ja. Mhm. Und der Papa immer gesagt hat, du warst der Mess, lieber du hörst heute auf als morgen, weil dann sind heute meine Sorgen weniger. Ne? Ja, ich meine, ich war mit 16, 8 Wochen allein in Südamerika. Ne? Ja, du warst in der ganzen Welt. Wenn ich einen 16-Jährigen 8 Wochen nach Südamerika schicke, ne? Der Hund hängt sich am zweiten Tag im Klo auf. Ne? Weil das vom Schädel her nicht, ja, weil das vom Schädel her nicht durchdruckt. Was so. Sind dort die Herausforderungen? Wo warst du da genau? Boah, was sind die Herausforderungen? Die erste Herausforderung ist einmal das, dass du dir die ganzen Flüge alleine checken musst. Weißt du, was ich meine? Du ohne Manager, dann, ohne... Wenn ich sage alleine, meine ich alleine. Ja. Ja. Da ist halt Skype gerade ein bisschen gekommen. Ne? Da haben wir halt dann jeden Tag zeitversetzt telefoniert. Ne? Damals war es halt nicht so, dass du deinen Computer mit hast und du liegst im Zimmer, so wie heute, wo du überall WLAN hast. Ne? Da hat es halt einen Internet-Corner gegeben. Da sind in einem Hotel mit, keine Ahnung, 300 Zimmer, sind halt 2 PCs gestanden. Ja, da warst du halt der 17., ich meine, da bist du vorgekommen wie beim Arzt, ne? Ja. Ja, der eine ist gegangen, der nächste ist gekommen, ja. Zeiten vom Internetcafé. Ja, genau, ja. Und dann halt, was weiß ich, 10 Minuten, 4 Stunden telefoniert, ja, und dann ist ja halt der nächste da gekommen, ja. Und das hast du halt dann einfach tagtäglich durchgezogen. Und ganz ehrlich, hätte ich halt den Rückkopf von der Hand nicht gehabt, hätte ich das sicher psychisch nicht durchgezogen. Ja. Das ist halt schon sehr belastend, ne? Der Vater war immer dahinter, war die... Der treibende Wind, oder? Nein, der Papa war überhaupt kein treibender Wind. Nicht? Nur, der Papa hat zu mir immer gesagt, du, wenn du aufhören willst, hörst du auf. Ne? Ah, okay. Weil umso früher du aufhörst, umso weniger oder umso geringer sind meine Sorgen. Nein, weißt du, eher um die Szene ist doch entdeckt, dass das nicht ja, glaubt. Das schon, aber es war trotzdem immer so, er war nie eine treibende Kraft, er war maximal ein Unterstützer. Mhm. Also in Wirklichkeit, er war, auch wenn sich das jetzt negativ anhört, er war halt der Brennstein. Ne? Mhm. Er hat mir halt das alles ermöglicht, ja? Genauso mit meiner Mama gemeinsam. Ne? Mhm. Ja, ansonsten war das alles gar nicht möglich. Ja. Und wie es dann aus Südamerika warst, die ersten Spiele, Turniere, wie hast du dich da geschlagen? Boah, ja, das war in der Jugend, da habe ich, glaube ich, nicht so schlecht gespielt. Ja. Einen guten Mexikaner habe ich geschlagen, den Edgar Garay, der war damals ziemlich gut dabei, auch weltranglistentechnisch in der Jugend. Mhm. Ja. Mexico City habe ich auch ganz gut gespielt, Bogota habe ich auch ganz gut gespielt, auch dann bei den Herren immer. Ja. Mhm. Also Bogota habe ich immer sehr gut gespielt. Ja, und eigentlich dann auch im Erwachsenen-Tennis, also bei den Challenger und so, bin halt immer Südamerika geflogen, Anfang des Jahres, Ende des Jahres. Aber es ist ja halt trotzdem Mörderzach. Ne? Nur dazu, ich habe halt dann aber eine Sperre ausgefasst im Februar, wo ich angeblich den Almagro beschimpft habe, wo ich dann disqualifiziert worden bin und 9 Monate gesperrt worden bin. Habe natürlich die ganzen Punkte verloren. Ne? Ja, und was halt, das waren dann 10 Wochen, ja. Bin ich 10 Wochen Südamerika geflogen und habe bei jedem Drecksturnier Quali spielen müssen. Ne? Das heißt, die ganzen Fegel, gegen die, was ich halt 3 Jahre vorher nur im Main Draw im Viertel gespielt habe, ja, die Hunde haben mir halt 3 Partien bei der Quali zugeschaut, ne? Bei 30 Grad. Die Hunde sind im Schatten gesessen und haben mir einen Eisdeck geschlürft mit Eis. Ne? Ja. Und du hast schwitzen dürfen. Ja, aber das war halt dann auch geil, weil ich habe halt dann durch die Matches trotzdem ein extremes Selbstvertrauen gekriegt, weil in dem Jahr viele ehemalige Topspieler nochmal probiert haben, zurückzukommen. Ja. Die waren Boris Becker oder wie? Nein. Da reden wir eher, was ich, Spanier, Argentinier. Mhm. Ist Fernando Vicente zum Beispiel, ja. War erste 30 in der Welt, gegen den habe ich gespielt in Brasilien, zweite Quali-Runde. Ne? Der Hund war 30 in der Welt. Ich war vorher nur 150, war aber locker im Abwehr gewesen, habe aber die Punkte dann verloren und spielt gegen eine ehemalige Nummer 30 in der zweiten Runde Quali. Ne? Ja, ist jetzt auch kein Leckerbissen, ist auch der Top-Draw, den du haben kannst. Ne? Wie hast du geschlagen? Und, ja, gewonnen. Stark. Und ja, auch am Anfang meiner Karriere, ja, da war auch der Montagnes, der war auch, glaube ich, erste 20, gegen den habe ich gespielt, erste Runde beim Future. Ne? Mhm. Zuerst habe ich mich qualifiziert, dann erste Runde beim Future. Und im Viertel habe ich auch irgendeinen ehemaligen Top-40-Spieler rausgenommen. Die waren halt dann verletzt oder haben halt dann einmal aufgehört, wollten dann nochmal zurückkommen, war aber was anderes wie beim Muster. Da musste halt zurückkommen mit 50, die waren halt 35. Ne? Die sind halt trotzdem nur vor ihm so aufgestanden und die haben gewusst, um was das geht. Und das war halt dann schon ein extrem harter Weg, den was ich gehen müssen. Ne? Aber du hast im Ranking, wenn wir vom Ranking reden, angefangen glaube ich bei 1100, wenn du mich nicht täuscht, und in einem Jahr bist du auf 180 gekommen. Ja. Weil du mehrere Turniere gewonnen hast. In 7 Monaten. War das eine Rekordzeit?
Ich habe in dem Jahr ich 3 Titel von der ATP gekriegt. Das war Rookie of the Year, Newcomer of the Year und Most Spots Behind. Also der Spieler, der was die meisten Plätze hinter sich gelassen hat. Ja. Geil. Muss aber dazu sagen, ohne dass ich jetzt meine eigene Leistung schmälert, ist es halt trotzdem so, wenn du im ersten Jahr anfängst. Und wie gesagt, ich war halt, erstens war ich voll motiviert, ich war topfit, ich habe mich in der Vorbereitungszeit extrem gut vorbereitet. Ja. Das heißt, ich habe gewusst, egal wie lang die Partie geht, ich bin sicher der Fittere, ich bin der, der was länger rennt. Ja. Und ja, das war halt immer das, auf das, was ich mich halt verlassen habe können. Ja. Und in dem Jahr, wo ich halt dann, sag ich mal, international angefangen habe zum Spielen, war das natürlich schon, du gehst jetzt schon mit einem extrem coolen Polster rein, wenn du sagst, ja okay, geht die Partie jetzt 3 Stunden, ist es mir auch wurscht, aber dann spiele ich nicht nieder, sondern dann renne ich nieder. Ne? Und ja, das hat mir natürlich schon extrem viel gebracht und habe natürlich dann auch eine sehr gute Turnierplanung gehabt. Ja. Da sind halt dann einige Komponenten halt einfach zusammengefallen, die was mir halt extreme Karten gespielt haben. Ja. War halt dann das erste Mal bei einem Challenger im Hauptbewerb, beziehungsweise ich war das erste Mal bei einem Challenger im Hauptbewerb. Dann habe ich Viertel gespielt, habe aber dort verletzt beugen müssen und war dann daheim 2 Tage behandelt und bin dann nach Taschkent geflogen. Das war dann der erste Challenger, wo ich gesetzt war und dann habe ich halt gleich gewonnen. Also das war halt dann, da sind halt dann einige Sachen parallel gelaufen und dann, sage ich mal, kurz darauf folgend passiert, wo du natürlich halt fette Punkte schreibst. Und wenn ich sage, okay, du kriegst 18 Resultate, sage ich mal, in dein Ranking rein und du hast halt jetzt gerade die ersten 8 und der 9. ist halt ein 60er oder was, dann hebt halt das schon extrem an, nur dazu zu dem Zeitpunkt, wo ich halt gestanden bin. Ne? Ja. Das war dann nach der 9-monatigen Pause, oder? Nein, das war vorher, das war in Wirklichkeit. Ich glaube, dass das war das erste Profi-Jahr. Also zuerst habe ich den Satellite in Italien gewonnen, da war ich letzter im Hauptbewerb. Es sind 3 Turnierketten und im Masters gibt es dann ATP-Punkte. Ne? Da habe ich gespielt Sieg, erste Runde, Sieg. 36 Punkte hat es insgesamt gegeben, mit 35 bin ich heimgeflogen. Und dann, saubere Leistung. Ja, und dann glaube ich 2 Future hintereinander gewonnen, dann eben der Challenger in Trani, wo ich dann im Viertel B.O. gehen habe müssen und dann halt Taschkent gewonnen. Gehen wir nochmal bei den Ranking. Also ab Top 100 kann man davon gut leben, oder? Ja. Wie schaut das, wenn wir darüber reden können, finanziell aus, im Top 100? Was verdient man da, was für Kosten hat man? Kann ich dir nicht sagen. Ich bin zu lang weg vom Schuss. Also das ist 12 Jahre her. Ich kann dir nur sagen, in den letzten 2 Profi-Jahren, was ich gehabt habe, habe ich im Monat 7.000 Euro Fixkosten gehabt. Ja, die Fixkosten sind sehr hoch, du musst den Trainer zahlen, gell? Ein Trainer, und, Manager, dann hast du einen Fitnesscoach, einen Masseur, oder Masseur und Physio. Ja. Das ist dann, wenn du Maßen hast, ist das immer eine und dieselbe Person. Ja. Aber es ist halt trotzdem so, du hast dann eine Wohnung. Ja. Ich war dann nominiert für Olympia in London, habe dann nach Linz ziehen müssen. Entweder ich war in den Stützpunkt gegangen, Olympiastützpunkt, oder ich habe halt eine eigene Wohnung. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme meine eigene Wohnung. Ja, und dann bin ich eigentlich in Linz geblieben. Ja. Aber das sind halt dann alles trotzdem Kosten, die was halt im Hintergrund rennen. Das ist wie die Uhr, ne? Die hört auch nicht auf zum Rennen. Nein, das war es, dass da hohe Kosten verbunden sind. Aber es ist halt trotzdem, du kannst halt die Zeit, wo ich gespielt habe, kannst nicht mit dem vergleichen, was jetzt ist. Ne? Ich habe damals gespielt, 3. Runde US Open, ja, und habe damals weniger gekriegt, als was jetzt für 1. Runde verlieren kriegen. Ne? Das heißt, es ist jetzt eigentlich viel mehr drinnen. Viel mehr. Okay, du hast den Rang 55 einmal erreicht. Wie hättest du da, glaubst du, jetzt noch mehr geschafft, wenn die Sperre nicht gekommen war? Definitiv. Ich glaube, dass es gar nicht um die Sperre geht. Es geht einfach um das, dass sie die Ermittlungen und die Untersuchungen, die haben sie ja 1,5 Jahre hinzogen. Das hat ja keiner mitgekriegt. Ja. Weil ich halt, die ganzen Mails waren immer strictly confidential. Du darfst halt mit niemandem drüber reden. Und es ist ja jetzt nicht so, es wird halt immer als Interview betitelt. Ja? Du hast ein Interview mit der TIU, du hast ein Interview mit der ATP, du hast ein Interview mit der ITF. Ja? Aber es ist ja kein Interview. In Wirklichkeit stehen dir die hunderten Braunen und stehen mit der Pistole vor dir. Da heißt es ja nicht, kennst du den? Längst der Fotos vor, da heißt es ja nicht, kennst du den? Sondern da heißt es, den kennst du. Gell? Also die erklären da schon, dass du den kennst. Ne? Die wissen das. Und du sagst aber, nein, ich schwöre, setz mir das Feuer an, ich kenne den wirklich nicht. Ne? Ja, aber den da kennst, oder? Den kennst du schon. Nein, den kenne ich auch nicht. Und ich habe das erste Interview in Wien gehabt, 2 Tage vor der Partie gegen Nieminen. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr angespannt reingegangen. Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt. Ja? Es hat ungefähr dauert zwischen 30 und 40 Minuten, war in Ordnung. War wirklich in Ordnung. Es war die erste Anhörung. Sie haben mich dann am nächsten Tag auch angerufen und gesagt, die Untersuchungen sind eingestellt. Natürlich so ein Stein vom Herzen gefallen. Ja. Okay.
Und dann habe ich Stadthalle gespielt, dann habe ich Basel noch gespielt. Ja, und dann ist es erst richtig losgegangen. Dann ist es richtig losgegangen. Und also die Leute, die was jetzt sagen, es ist mir egal, was die jetzt denken, ja, von wegen, ich bin arrogant oder sonst irgendwas oder ich bin der Wichtigste. Nein, das weiß ich selber, bin ich sicher nicht. Aber ich kann mir so gut vorstellen, dass wirklich die eine Scheißregel mit den Wetten ausschließlich für mich eingeführt haben. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ich war eher ein Dorn im Auge. Ich habe einer in Acapulco mitten ins Gesicht gesagt, dass die ETB, dass die Casa Nostra gegen die ETB ein Scheißdreck ist. Es ist einfach die größte Mafia. Es ist so. Ja. Es ist einfach so. Ich habe angeboten gekriegt von einem großen Sportwettenkonzern, dass wir die sponsern. Muss natürlich bei der ETB anfangen. ETB natürlich abgelehnt. Ja. Zwei Monate später spiele ich Zagreb. Ist genau der Sportwettenanbieter Hauptsponsor bei dem Turnier. Naja, Alter, das musst du mir erklären, was das ich meine. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das ist ungefähr so, wie man es heißt. Ja, du darfst keine Drogen und kein Doping nehmen und der Turnierdirektor und der Supervisor sitzen dort und pfeifen sie allein nach der anderen rein. Naja, Alter, was jetzt? Ich kann dir dann Spieler verbieten, du darfst den Sponsor nicht nehmen und dann lassen sie dich unter ganzes Turnier finanzieren. Ja. Weißt, das geht halt einfach nicht. Ja? Und sie haben halt bei mir gesperrt, anhand höherer Wahrscheinlichkeit, ohne Beweise. Ja. Mittlerweile sperren sie nicht einmal nur mit Beweise. Also mittlerweile, es gibt irgendeinen Spieler, frag mich bitte nicht, kannst im Internet recherchieren, es gibt irgendeinen Spieler, bei dem haben sie Beweise gefunden, 9 Monate, $50.000 Strafe. Bei mir keine Beweise, lebenslang. Ja. Wie ist mit der Strafe gewesen? Die haben da zuerst eine Geldstrafe gegeben und dann haben sie es zurückgezogen, oder? Ja, das kannst du jetzt selber beantworten, ne? Das haben sie dann, wenn ich schuldig bin, bin ich schuldig. Warum erlassen sie mir die 100.000? Verstehe nicht. Ja, aber spielen lassen haben sie trotzdem nicht. Nein, natürlich nicht. Ja. Verstehe nicht. Was, wenn ich schuldig bin, bin ich schuldig. Ja. Wenn ich nicht schuldig bin, ja, oder dann bin ich nicht schuldig. Aber ich kann nicht sagen, okay, Beweise haben wir keine, Straf braucht er keine Zahlen, aber sperren dann trotzdem. Ja, dann wie geht das? Glaubst du, haben die was gegen dich gehabt? Dort? Ja, was hast du nie gehabt? Nur mal, ich war sicher ein guter Hund. Ja. Und ich habe mir nie blau auf den Mund genommen. Ja. Ja. Und es, sie haben halt auch bei Turniere teilweise halt wirklich probiert, dass wir halt massiv schikanieren. Was halt, sage ich mal, die ganze breite Öffentlichkeit nicht mitkriegt. Auch keine Zeitung, kein gar nichts. Ja. Ich spiele halt Night Session gegen Albanien und Queen. Habe am nächsten Tag spielfrei. Spiele dann wieder Night Session gegen Alberto Martin. Bin um 3:45 in der Nacht fertig. Ja, mit Abwehr von zwei Matchbällen. Queen ist 7-6 im dritten in Acapulco. Und spiele am nächsten Tag um 14 Uhr im Center Court gegen Vassallo Arguello. Mit der erklärungsmexikanische Television will mich erste Partie um 2 haben. Das sage ich, da willst du mich nur verarschen, oder was? Sag ich, Alter, ich hab 12 Stunden 15 Zeit, ne? Schlag der Hand im Regelbuch noch, sagt der Minimum Rest 12 Hours. Ja, sag ich, und dann habe ich ihm gesagt, Alter, Casa Nostra ist gegen euch ein Scheißdreck, ne? Sag ich, da spiele ich gegen einen Spanocken, ja? Ja. Den schlage ich, und jetzt bin ich in Südamerika und spiele am nächsten Tag gegen einen Südamerikaner. Und hab 12 Stunden 15 Pause. Und 12 Stunden ist Minimum. Ja, aber gut, dann weiß ich, wo es hingeht. Ja, ich bin aufgestanden um 4:15 Uhr. Ne? Beim Frühstück, beim Late Breakfast vorbei, da habe ich mir zwei Schokokroissants reingeschossen. Ja. Ne? Ja, dann habe ich aufgehört, dann war ich eh schon hin. Ja, dann bin ich da reingegangen, halbe leicht. Ne? Wo hast du die meisten Probleme gehabt? In die Waden oder in die Hände? Ja, Alter, überall. Ich habe gegen Albanien, also ich habe eine Quali gespielt dort. Ne? Ja. Ich habe letzte Quali-Runde gespielt gegen Kubot. Ja. Mach bei 4:3, nimm die Medical, ich gehe aufs Klo. Break am Servier aus. 10 Minuten später steht der Hand mit der Dopingkontrolle da. Nach 3:15 Uhr. Und ich war 10 Minuten vorher am Häusl. Ja, ist einmal die ersten 3 Liter, was ich reingestellt habe, die hat der Körper einfach einmal gebraucht, weil da war ich ausgekommen. Ja, okay, Dopingkontrolle abgeben, viel über 4 in der Früh. So am nächsten Tag spielfrei gehabt. Dann gegen Albanien. Wieder in der Night Session. 3 Stunden, 6:4 im dritten gewonnen. Dann wieder spielfrei, Alberto Martin. Bis um 3:45 Uhr in der Früh. Weil da haben vorher zwei Frauenpartien gespielt, jeweils 6:4 und 7:5 im dritten. Ne? Wir waren angesetzt gewesen, nicht vor 8:30 Uhr oder was. Ne? Ja, und am Platz sind wir gegangen, weiß ich nicht, 10:45 Uhr oder was. Ne? Ja, und dann um 10:45 Uhr fertig und am nächsten Tag 14 Uhr erste Partie. Ne? Am Platz gefühlte 50 Grad. Ne? Ich war noch ein Einschlag, war ich schon gar. Ja, und dann halt den ersten Satz habe ich halt ja, so einfach halt drüber gebracht, 6:3 verloren. Im zweiten habe ich dann so ein bisschen einen Aufwind gekriegt, da bin ich dann ins Tiebreak und dann im Tiebreak bei 3:2 habe ich einen aufgelegten Ball. Er spielt mir so einen halbwachen Stopp, alles offen und ich drücke halt Longline voll ab und er geht um mir und hält den Schläger hier, 3 beide. Ja, und dann hast du gemerkt, also der, der,
der Ball wegschlagen, gebrochen. Ne? Da ist nichts mehr gegangen. Also das war wie, wenn der Akku fast 60% auf null direkt runterfällt. Ne? Der hat dann das Tiebreak verloren und dann war jetzt Endepause. Aber es waren eh gute Wochen. Es waren eh super Wochen. Ja? Bin dann weitergeflogen nach Indian Wells, habe mich dort qualifiziert, erste Runde, dann gegen Roddick am Centercourt verloren, dann weiter nach Miami, da war ich vorletzter drinnen, erste Runde gegen Rochus gewonnen, dann gegen Ferrero Biogi müssen, zweite Runde. Warte, du hast da eine gute Partie mit dem Dings gehabt, mit dem Kubek hast du dann auch irgendwann einmal gespielt, gell? Kitzbühel, ja. Da ist es ein bisschen hin und her gegangen bei dem. Nein, Kitzbühel nicht. Kitzbühel nicht, aber irgendwo, glaube ich, in Amerika. Südamerika. Ja. Warte mal, wenn wir es vorhin auch angeht haben. Gehen wir nochmal zurück zum Thema Doping. Wie oft ist das in Tennis vorhanden? Du hast, glaube ich, immer mal gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, dass da viel mehr Leute auf Doping sind, als das rauskommt. Ja. Was nehmen die alles? Steroide, Anabole, Beta-Blocker, Testo. Du hast dann nie in deinem Leben was genommen, gell? Nach der Karriere habe ich es probiert. Und? Ich wollte wissen, wie das ist. Das ist geistesgestört. Ja. Ein Freund von mir hat Testosteron-Unterwert. Der muss spritzen. Aha. Und ich habe gesagt, ich will das probieren. Ja, dann hat er mir ein Depot besorgt. Ne? Er hat mir das gespritzt. Und ich habe gesagt, wie ist das? Ne? Und er sagt, ja, es ist so, du gehst halt ins Fitnessstudio und trainierst all out. Das heißt, was weiß ich, du machst Bizeps-Curls. Mit 20 Kilo, so lange bis du nicht mehr kannst, legst das weg, nimmst die 18er, tust weiter, bis du es nicht mehr kannst. Das ist so hart, ich hab mir so in den Kopf gewaschen, weil ich hab die Hände nicht mehr aufgekriegt. Und er sagt, wenn du das trainierst und du gehst 10 Minuten später, sag ich mal, zum Empfang, zum Checkout und du kriegst dort eine Gehirnwäsche, weißt du nicht, komm ich gerade oder geh ich gerade? Ich sag, ja, Alter, du verarschst mich. Er sagt, Alter, ich schwöre, es ist wirklich so. Das ist wirklich so. Du regenerierst in so kurzer Zeit, so geistesgestört, das kannst du dir nicht vorstellen. Und du bist halt ständig, du willst ständig was tun. Du willst ständig was tun. Das und nochmal, es hat mich einfach interessiert nach der Karriere. Es ist für mich um nichts mehr gegangen. Ja? Und ich habe das dann einmal probiert. Es ist gestört. Also die Art und Weise, wie du regenerierst, ist einfach völlig krank. Völlig krank. Ja, weil ich schaut da irgendwo im Körper dann. Ja, wenn ich das jetzt 5 Jahre durchziehe, wahrscheinlich schaut es mir. Ne? Aber wie gesagt, ich habe das einmal probiert über 4 Wochen. Und das, also du besorgst damit dem halt so einen mörderischen Vorteil. Ja. Okay, dann gehen wir weiter. Nach der Sperre war der größte Rückhalt, deine Frau, deine Tochter. Das war eine schwere Zeit für dich. Ja, die Frau nicht. Meine Tochter, Meine Tochter, die Lilly, die was da sitzt. Mhm. Die haben da geholfen über die schwere Zeit. Ja, ich habe gewusst, dass ich einfach Verantwortung übernehmen muss für so ein kleines Werk, der was halt 2 Wochen nach der Sperre auf die Welt gekommen ist. Ne? War halt extrem schwierig. Also, ich habe mit Vandalismusvorfällen beim eigenen Haus zu kämpfen gehabt. Bin halt dann einen Monat, anderthalb nach der Sperre, wie mit ihr in der Stadt spazieren mit meinem Kinderwagen, bin halt von wie fremden Leuten angespuckt worden, was geheißen hat, ich soll verrecken, weil solche Leute wie mich braucht man in Österreich nicht. Ist natürlich halt dann schon schwierig, dass man mit dem umgeht. Ne? Das heißt, du warst mit einem Kinderwagen unterwegs? Ja, mit ihr. Und da hat die einer so angefahren? Oder die angespuckt? Ja, hat er da aufgezogen und spuckt mir so einen Potzendorf Brust. Ne? Sag ich, Alter, was ist? Ne? Sagt er, Alter, was ist mit dir? Schau nicht, hat er mit dir was gescheit, du wirst verrecken, weil solche Leute wie die in Österreich braucht man nicht. Ne? Wo ich mir denke, okay, Junge, kennst du die österreichischen Politiker nicht? Ja. Oder was tust du mit denen? Die müssen das alle ausspeien, was du immer, was du mich ausspuckst, Alter, ohne dass es einen Beweis gibt. Ja, was denn, das ist halt schon hart. Ne? Wenn du jetzt alleine durch die Straßen gehst und irgend so ein Toll rutscht dir auch, ist auch nicht geil. Ne? Nur wenn vor dir liegt so ein kleiner Zwerg, du denkst boah, Alter, das skrupellos, ist, halt, das ne? ist halt unglaublich. Schon heavy. Ne? Ja. Nur dazu, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wenn es Beweise gegeben hätte, oder nur mehr viel weiter zurück, es hat ja Angebote gegeben. Das habe ich ja immer öffentlich gesagt. Es hat ja immer Angebote gegeben. Und gibt es auch Sicherheit noch. Ja? Und ich war halt wirklich so ein Volltrottel und habe halt die ganzen Angebote, die was ich gekriegt habe, egal ob Tschene, Kitzbühel, Moskau, Paris bei den French Open, ich war so deppert und habe alle zum Rapport gebracht. Ja? Wie ist das abgelaufen? Dies, jenes. Ich habe mich immer nach der Regel verhalten. Also ich habe damals in Chennai. Da ist der Carlos Sanchez, das ist, ich glaube, ein Spanier oder ein Portugiese, der was in Wien lebt, ist zu mir gekommen und hat gesagt, hey, you have to sign this form. Und ich habe gesagt, was ist das? Ja, gegen das Wetten, bla bla bla.
wenn du irgendwas mitkriegst, musst du es zum Rapport bringen. Wenn dir ein Match angeboten kriegt, musst du es zum Rapport bringen. Wenn da irgendwas eigenartig vorkommt, musst du es zum Rapport bringen. Wenn du mitkriegst, dass Insider-Informationen ausgegangen, musst du es zum Rapport bringen. Ja, ja, okay, passt. Ja. Natürlich, der Teufel schläft nicht. Kann ich 13 Stunden später, um viel über 6 in der Früh, läuft bei mir im Hotelzimmer das Telefon. Russischer Akzent, ich spiele gegen Davidenko. Davidenko war damals 3 in der Welt. Also, dass ich den geschlagen hätte zu dem Zeitpunkt, ja, ich habe das Turnier nur gespielt, erstens, weil ich im Hauptbewerb war und zweitens für die ATP-Pension. Ja. Weil ich war gerade nur im Aufbau eigentlich. Ich wollte den Chennai gar nicht spielen, ich habe es nur gemeldet, dass ich halt vielleicht reinkomme. Ja, okay, dann bin ich reingekommen. Ja. Ich war eigentlich nur in der körperlichen Vorbereitung für das darauffolgende Jahr. Ne. Ja, dann schreibe ich das Telefon, ja, russischer Akzent, ja, sie bieten mir 50.000, wenn ich gegen Davidenko in 2 Sätze verliere und jeweils nicht mehr wie 3 Games im Satz mache. Ne. Und ich sage, nein, interessiert mich nicht. Ja, 25 vor der Partie, 25 danach. Sag ich, Alter, nein, interessiert mich nicht. Ja, ob er mich nachher noch mal anrufen soll, wenn man es überlegen will. Ne. Sag ich, nein, interessiert mich nicht. Leg auf, zieh mich an, gehe auf die Rezeption, sage, ich brauche einen Carlos Sanchez. Ja, und weiß ich nicht, 3:45 sind wir im Frühstücksraum gesessen und haben halt den Rapport geschrieben. Ja. Und dann, sage ich mal, 3 Jahre später, bei den Verhandlungen in London, in Lausanne, beim Sportgerichtshof, sind mir die ganzen Rapporte, die was ich geschrieben habe, sind mir dann zu Lasten gelegt worden. Ne? Ich bin der große Drahtzieher in Europa, weil ich kriege so hohe Angebote. Da sage ich, ihr seid ihr deppert oder was? Sag ich, was wollt ihr? Wollt ihr jetzt, dass die Spieler ehrlich sind und die Sachen zum Rapport bringen, so wie es passiert sind? Ja? Oder wollen wir Linke dran? Nur, wenn du der Linke drast, ja, ich meine, jetzt ruft dich da irgendeiner an und versteht seine Stimme, ja, ist irgendeiner von der ETP so einen kleinen Fanganruf, ne, der versteht seine Stimme, ja, willst du vielleicht die Partie verkaufen? Und du Trottel sagst, ja, haben die den Hund bei den Eiern. Ne? So, jetzt bringe ich das zum Rapport, jetzt haben sie mich auch bei den Eiern. Ja, jetzt kannst du das aussuchen. Machst das Richtige, ist falsch, machst das Falsche, ist auch falsch. Das heißt, du hast eigentlich gar keinen Ausweg. Ja? Das heißt, beides abbiegen, rechts oder links. Genau, es ist beides falsch, ist beides ein Einbau. Ne? Und ich habe dann gesagt, nein, aber jetzt schaut's her. Weißt du, dann kannst du, ich bin der große Drahtzieher in Europa. Sag ich, schaut's her, wenn ich der große Drahtzieher in Europa bin, glaubt ihr ernsthaft, ich bin so deppert und würde die Matches zum Rapport bringen? Warum habe ich mich teilweise aufgeführt wie die größte Sau? Ja, weil ich nicht verlieren wollte. Ja? Ich verkaufe doch nicht eine Partie und zahle dann nur 15.000 Euro Strafe, das vielleicht irgendwie realistisch ausschaut. Ich meine, haben sie reinbrochen. Sag ich, und wäre ich der große Drahtzieher, ja, ja, dann würde ich da heute nicht sitzen. Weil dann sage ich, hey, ich habe mir in die, weiß ich nicht, 4 Partien 350.000 eingesteckt. Ihr könnt mich alle miteinander kräftig am Arsch lecken, weil bevor mich ich von euch verurteilen lasse, tritt die zurück. Und sobald ich zurückgetreten bin, bin ich kein Mitglied der ATP mehr, dann könnt ihr mich ihr nicht angelangen. Das heißt, das Einzige, was ihr könnt aufs Salzamt gehen. Das ist alles, was ihr könnt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich habe für die 2 Instanzen 180.000 Euro verbrennt. Ja. Und was, wenn ich die Matches verkaufe, dann spare ich mir die 180.000 und mache mir mit die 350 zumindest einmal für einige Jahre ein schönes Leben. Ja, wie war es dann finanziell bei der Sperre? Du ich war blank, ne? War bankrott. Wie bist du aus dem rausgekommen? Boah, wie bin ich rausgekommen? Du bist dann auch, das war eigentlich dann das nächste Thema, dann die, zu den Promi-Shows gegangen, aber. Also, ich war ein gutes Jahr schwer depressiv. Der einzige Lichtblick war halt dann immer wieder die Lilly. Also, das waren immer so Tage, wo ich halt dann so hochgekriegt habe. Das war halt so jeden Dienstag und jetzt zweite Wochenende. Oder zu dem Zeitpunkt nur jeden Samstag, von 10 bis um 6. Ja, und sobald ich es halt zurückgebracht habe, bin ich halt nur weiter gefallen, als was ich halt vorher war. Wie bist du rausgekommen aus der Depression? Durch meine jetzige Frau. Das ist der Rückhalt. Frau, Kinder. Boah, ja, jetzt natürlich, der Kleine ist natürlich super geil, ne? Der hält dich auf Trab, gell? Der hält mich definitiv auf Trab. Ja, ich meine, die Lilly ist ja mittlerweile 12, die ist eh alt genug, die ist auch selbstständig und alles. Ne? Aber ja, die hat mir da schon extrem geholfen, ja. Also ich war halt wirklich schlecht beieinander. Also ich hab auch nicht mehr gelebt, ich habe nur noch gehaust. Ne? Und was würdest du heute anraten, der was in einer Depression ist, dass er da rauskommt? Was soll einer tun, wenn er so eine schwere Depression hat wie du? Boah, so eine Maßnahme, dass er so eine Frau kennengelernt, wie es mir passiert ist. Okay. Es war ja auch so, dass ich halt mit Antidepressiv angefangen habe. Aber die haben halt so zugesetzt, dass es mich halt nach der ersten halben und dann Küchentisch reingewahrt hat, ne, weil ich es halt nicht vertragen habe. Dann hat es geheißen, nein, soll ich aufhören. Ne. Aber das war halt, also ganz ehrlich, ich will mich eigentlich an die Zeit gar nicht mehr zurückerinnern. Okay, na dann springen wir einfach weiter. Es war wirklich nicht schön. Dann springen wir weiter. Dann gehen wir zu den Promi-Shows.
die erste... Nach immer noch schlimmer mit Depression. Das heißt Therapie bei Prime Big Brother, oder? Prime Big Brother. Boah, ja, war natürlich das erste große TV-Format, was ich gemacht habe, wäre eigentlich schon ein Jahr zuvor dabei gewesen. War eine bombastische Erfahrung. Hat man aber halt natürlich dann auch gesehen, dass, wo ich halt auch immer das Problem gehabt habe in meiner Karriere, ja, es war nie das, was ich gesagt habe. Weil das, was ich gesagt habe, hat eh immer der Wahrheit entsprochen. Mhm. Es war immer die Art und Weise, wie ich es gesagt habe. Ne? Und ich war, glaube ich, nach den ersten 4 Tagen, war ich ja abgeschlagen Erster. Also ganz, ganz, wirklich ganz, ganz weit abgeschlagen Erster. Im Online-Voting und überall halt, ne? Weil ich halt der volle Publikumsliebling war zu dem Zeitpunkt, weil ich war lustig, ich war authentisch. Wenn man was nicht Kaplan vom Mund. Genau, wenn man was nicht passt hat, dann habe ich die Pappen aufgemacht. Nur, was ich natürlich dann übersehen habe, war halt dann, dass ich mich mit dem Publikumsliebling Deutschlands schlechthin angelegt habe. Ja. Menowin, oder? Menowin Fröhlich, ja. Das ist halt, also der wird sein Lebtag lang ein Opfer sein. Ja, und das, ja, er spielt ja immer das Opfer. Ne? Ich meine, der Hund sitzt im Finale dann drinnen und er wird gefragt, wenn man den Sieg am meisten vergönnt, und der Hund sagt, ja, mir selber, weil ich war bis jetzt der ewige Zweite. Na ja, Alter, hast du nicht eine Mille durch die Nasen pfiffen, hast du wahrscheinlich mehr erreicht. Ne? Ja, ist so, hat er ja selber gesagt. Eine Dreiviertelmille hat er sich durch die Nasen pfiffen. Ja, Alter, nicht besser. Der Hund kriegt immer wieder eine Chance. Der wird jetzt zum 18. Mal wegen einem Drogendelikt irgendwie verurteilt und mit dem Auto hat er sich auch eingebaut und angesoffen war er auch. Ja, nein, ich meine, ein anderer sitzt schon 20 Jahre. Ja, ja, muss einen Zug machen, das ist nicht besser. Aber da hört sich für mich dann auch irgendwann einmal das Verständnis auf, weißt du, was ich meine? Ja, gibt ja auf YouTube das eine Video, da wo du eine kleine Diskussion mit ihm angefangen hast. Ja, und da haben wir halt dann den Wickel gehabt und da war es dann so, dass ich innerhalb von 12 Stunden von Platz 1 auf Platz 12 runtergerutscht bin. Wegen dem? Also ja, was heißt wegen dem? Das weiß ich nicht wegen dem. Aber es hat halt den Wickel gegeben, ja? Ja, und dann war halt zuerst war Platz 1 und dann ist halt hinten noch der 2er dazugekommen. Bin ich sofort durchgerutscht. Ja, das ist ganz ehrlich, was der. Ja, schon, du bist dann relativ bald dort rausgegangen. Ja, als Erster. Ja, als Erster. Als Erster. Ja. Ich habe halt dann nur eine Debatte mit der Nina Christine gehabt. Ja. Ja. Wie hast du dazu gesagt auf der Matte? Du bist da gegen Alter, hast du einen Vogel, oder? Nein, weiß ich nicht. Sie hat sich beschwert. Ich habe mir bei einem Spiel, wenn man das Handgelenk verknackst, ne, wo ich Angst gehabt habe, dass es gebrochen war, da haben sie Maschine auf, dann habe ich nur mehr zur Kontrolle. Und ich friss Schmerztabletten, zum Essen haben wir auch nichts gehabt. Ne? Und sie sagt, boah, hey da herunten, das setzt mir alles so zu. Ich sage, ja, das Einzige, was mir zusitzt, ist dein Gesichtsausdruck. Ne? Ja, ich meine, die hat die Fressen herunten gehabt, weißt du, was ich meine? Ich nur Schmerztabletten fressen, Sternchen gesehen, weil zum Essen haben wir nichts gehabt. Aber wissen die Leute in der Show, dass du da so Schmerztabletten isst und so? Ja, die haben ja mitten um 4.15 Uhr nach der Live-Show bin ich ins Krankenhaus gefahren. Die Leute draußen, die sehen ja gar nicht, wie lange wir wirklich wach sind. Die Live-Show war aus um 12 Uhr, dann geht jeder mal ins Interview, einmal oben, einmal unten, einmal oben, einmal unten. Ja, überlegt das, 12 Leute sind wir. Jetzt ist da drinnen, jetzt ist jeder, ist eine Viertelstunde drinnen. Ja, dann sind das 3 Stunden. So, und um 4 Uhr in der Früh bin ich im Shuttle gesessen ins Krankenhaus. Röntgen, Ultraschall, MR. Geht alles ganz schnell natürlich. Ja, um 6:30 war ich dann zurück. Ne? Und das war der einzige Tag, wo wir unten im Keller bis um 10 Uhr schlafen haben können. Weil wenn wir die Hunde um 8 Uhr aufgeregt haben, war ich tot gewesen. Ich habe nicht einmal eine Stunde gelaufen. Wahnsinn. Kriegst du halt so ein Schnitten Brot am Tag. Ne? Ja, aber diesen Keller, das hat er wirklich ausgeschaut wie ein Lagerraum. Das war Wahnsinn. Da bist du da am Boden gelegen mit einer Matratze. Ja, aber es war trotzdem cool. Ich meine, mit den Leuten. Hast du gute Freundschaft dort geknüpft? Du, ja, was der, aber das verläuft sich dann. Ja, verläuft sich, ja. Also ich habe dann nach der Show sehr viel Kontakt mit dem Odonkor gehabt, mit David. Und ja, das war ja auch so, was der, zwei Sportler, wir waren sofort so, haben halt dann auch, weil er sich halt nicht einteilen können hat, den Menowin ständig die Hälfte von unserer Ration geben. Wie gesagt, das war halt so ein Stückel Brot, so dick. Und ja, du hast halt da unten einfach gar nichts. Ja. Wir haben sogar die Blauen vom Kohlrabi gegessen. Ne? Die, was du daheim weg tust und du schößt die haben. Ja, ja, da wird nichts geschützt, da wird alles gegessen. Ja, du hast ja nichts. Ne? Und, hast du was gelernt aus der Erfahrung? Das ist trotzdem interessant, was du mal nichts hast. Du, ich habe das 2 Jahre vorher schon einmal durchgelebt, dass ich nichts habe.
Das, was ich zuerst gesagt habe, nach der Sperre, ich habe wirklich nichts gehabt. Also ich habe gar nichts gehabt mehr. Aber heute, heute bist du wieder richtig stabil. Mir den Ringer. Weil die Nacht so lang war. Also kurz. Ah, ja. Na okay. Dann warst du bei das große Promi-Büßen, das hast du da gewonnen. Mit Carina Spack und Daniel Negori. Da hast du das gewonnen. Wie war das dort drüben? Da hast du mit der Olivia so ein interessantes Gespräch gehabt, wo du ein bisschen Offenbarung gehabt hast, wo du dann gesagt hast, was damals. Ja. Worum es auch geht dort. Ja, das war halt. Also, man muss natürlich sagen, das, was man im Fernsehen sieht, ist ja nicht immer die Realität. Mhm. Ja. Sie hat mir dann irgendwann einmal so nach 2, 3, 4 Minuten Sendezeit hat sie mich einmal gefragt, ob ich sehr angespannt bin. Ne? Ich bin ja dort schon hingekommen mit Tränen in die Augen. Mhm. Weil ich gewusst habe, es gibt eine Schlagzeile, ja, wenn die kommen, ist Sendepause. Ja. Ich habe halt damals verbal einmal richtig daneben gegriffen bei einem Tennisturnier. Mhm. Und das trifft mich, oder das hat mich jetzt im Nachhinein natürlich dann, damals hat es einen kleinen noch nicht gegeben, wo ich die Lilly gehabt habe, ja, war halt die Aussage für mich einfach, also das war das absolut Letzte, was ich halt je gemacht habe. Ist nicht so gemeint gewesen, wie ich es gesagt habe, war einfach aus der Emotion außer, aus der Reaktion außer, ist aber nicht entschuldbar, wenn ich jetzt aufstehe und dir nicht auflege und dir 2 Zehn fällen, ja, werde ich wahrscheinlich eine Anzeige mit Körperverletzung kriegen. Aber wenn ich im Nachhinein sage, du, es tut mir leid, ja, die 10 sind trotzdem raus. Ne? Ja. Und ich habe halt vor der Runde der Schande habe ich halt schon 2 Mal mit dem Psychologen geredet. Ist ein Psychologe dort die ganze Zeit. Ja. Aber das ist halt nicht so ein Psychologe, wo du denkst, okay, der ist jetzt Psychologe, sondern der ist jetzt, mit dem habe ich jetzt auch vor 2 Wochen wieder geschrieben, weil der ist jetzt auch gerade Papa geworden und da haben wir ein bisschen Fotos austauscht und wie es halt letztes Jahr war und hin und her. Und da habe ich gemerkt, immer wenn ich über das Thema rede, bin immer vor dem gestanden, wie ein Häufchen Elend und habe groß am Wasser gehört. Alter, nimm dir das nicht so zu Herzen. Hin und her, dann ist der Produktionsleiter dazugekommen, der war damals der Betreuer von mir beim TV Total Durmspringen. Und sagt, hey, was ist denn los? Geht's dir nicht gut? So genau, weil ich habe vor der Schlagzeile so Angst. Sag ich, Alter, tu bitte alles seine. Alles, was du findest, tust deine. Sag ich, nur die eine Schlagzeile, bitte lass heraus. Ne? Und er hat gesagt, ja, er muss schauen, ob das noch geht, vom Schnitt her und hin und her. Ne? Sie ist dann zum Glück eh nicht gekommen, aber es war halt trotzdem schwierig, sage ich mal, das Ganze selber nochmal zu erleben, weil du halt trotzdem die ganze Zeit Flashbacks hast. Ne? Also die haben wir ja da Szenen sagt von der Liga in Deutschland, wo ich halt noch genau weiß, wie die Szene war. Ja. Und wo es halt heutzutage, jetzt zieht sich halt da mit 40, wo ich mir trotzdem denke, boah, Alter, du warst schon ein fester Trottel. Ne. Also war so viel unnötig, weißt du, es war so viel unnötig. Ne. Ich meine, damals gegen Nürnberg, das war wirklich, also das war so ein Rotzclub, das war wirklich ein Wahnsinn. Also die, beim Einschlagen haben die Hunde schon provoziert, die Zuschauer, ja. Und dann im Doppel ist es immer mehr, waren immer mehr. Und ich war halt einfach, weiß ich nicht, wie ich sagen soll, menschlich vielleicht nur unreif oder unklug. Du hast oder halt viel einfach. Lassen. Nein, oder halt einfach dumm. Nein, es geht nicht um gefallen lassen. Es geht um das, dass ich halt denen einfach auf jeden Scheißtrick, was die gemacht haben, eingestiegen bin. Wenn ich serviert habe und der hat so gemacht, habe ich gesagt, hey, da kannst du die Staffel bitte leise niederstellen. Mir hat alles gestört. Der eine hat kniest, der andere hat kurs, der andere hat am Fahren lassen, ich habe alles gehört. Nur was ich mich halt nicht wirklich konzentriert habe, war das, halt das was für mich wichtig war. Weißt du, was ich meine? Ich habe immer halt irgendwie geschaut, na, kann ich mich da jetzt einfach Dampf ablassen, weißt du, was ich meine? Ja, das ist halt einmal lustig und zweimal nur, wenn es halt in der Partie 35 Mal vorkommt, ist es halt irgendwann nicht mehr lustig. Wie würden Sie, glaubst du, Tennisspieler in einem Fußballstadion geben? Das bitte, war ja wie würde sie? Tennisspieler, also beim Tennis muss ja leise sein. Wie würden sie zwei Tennisspieler in einem Fußballstadion, wenn es da Fängesänge, alles Mögliche, da wirst du auspfiffen, wenn du einen Ballbesitz hast? Du, ganz ehrlich, ich glaube, dass das mit dem Tennis gar nicht so gar nicht möglich ist. Aus dem Grund, weil beim Politeri und mit einem Spieler von mir zum Beispiel, wir machen das auch immer wieder, wenn wir alleine am Platz sind irgendwo, ja, dass wir zum Beispiel mit Musik trainieren. Mhm. Und wenn die Musik aber zu laut ist, stehst du da wieder, kriegst du den Anfänger. Aha. Weil du hörst den Ball nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Ja. Du hörst den Ball nicht mehr. Du kannst nicht abschätzen, wie schnell der Ball jetzt kommt. Oder wie der wegspringt oder sonst irgendwas. Du bist, ja weiß ich nicht, wie du einen Sinnesverlust hast. Ja? Und das ist extrem schwierig und darum glaube ich,
War vielleicht einmal ganz witzig, dass man sich das anschaut, aber... Warst du bei sowas dabei? Ich glaub, mal schauen, ja. Aber ich glaube, dass sowas eigentlich gar nicht möglich ist. Okay. Na okay, dann kommen wir zu den Fragen. Bevor wir zu den Fragen kommen, noch einmal danke an meinen Sponsor. Wo lackierst du dein Auto? Du, ich brauche es zurzeit zum Glück gar nicht lackieren, weil er keinen Fahrer oder sonst irgendwas hat. Aber wenn, dann bei Asakola. Genau, der ist selbstverständlich sicher. Komm ich, wo ist der in Steyr? In Steyr, ja. Steyr, sicher. Komme ich nach Steyr und lass dann dort das machen, was zu machen ist. Ja, okay. Dann kommen wir mal ein bisschen zu ein paar Fragen. Es hat damals einen offenen Brief gegen die gegeben. Hast du davon Wind gekriegt, dass da was zusammenkommt damals? Offener Brief über was? Damals bei der ETPT, dass keiner mit dir, glaube ich, gegen die nicht spielen wollten. Ja, ja. Das war das in Südamerika. Ja. Da hat jeder unterschrieben, dass ich von da durchgenommen werde. Aber sie haben es nicht durchgebracht, gell? Ja, wie müssen sie das durchbringen? Da muss ich mir schon ein bisschen was leisten. Auch, ne? Bist du ein bisschen dann auch zu den Leuten gegangen und hast gesagt, dass das so und so? Nein. Das war der Wurst. War so heiß, ist ja die Suppen trotzdem nicht gegessen worden, wie es gekocht worden ist. Ja. Sicher, die Presse hat es übernommen. Und nur, es stimmt ja auch, dass es halt da so eine Unterschriftenaktion gegeben hat. Ja. Ja. Nur, es war nie so, dass ich wirklich maßlos große Probleme gehabt habe, dass ich irgendwann zum Einschlagen finde. Mhm. Es waren da teilweise trotzdem, ich weiß, der Argentinier, der Brian Dabul, den kenne ich nur von der Jugend, ja, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, hey, willst du morgen einschlagen? Ich denke mir, Alter, mich fragt wer, ob ich mich mit ihm einschlagen will. Also normalerweise war es eher so, dass ich 15 Leute fragen habe müssen. Und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, passt, ne? Sagt er, du, was ich da noch sagen wollte, ich habe den Brief auch unterschrieben, aber das beläuft sich halt bei uns auf Gruppenzwang. Ne? Sag ich, du Brian, ob da jetzt 50 Leute umsteigen oder 51 oder nur 49, das ist mir sowas von scheißegal. Das heißt, da war ein Gruppenzwang dabei. Ja. Hat es irgendeine Initiative gegeben? Ja, was der, hey, was der, damals jetzt haben, dies, jenes, ja, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ja, okay, passt. Wie viele Schläger haben bei dir daran glauben müssen? Wie viele sind auf die gegangen? Du, ich weiß auf jeden Fall, dass ich in einem Profijahr habe, aber du musst mir jetzt aussehen lassen, ohne dass du lachst, ja, habe ich 63 Schläger zusammengehauen, 48 waren aber Materialfehler. Weil ich habe es damals immer so clever geworfen, dass sie nicht am Rahmen brechen, sondern immer hinten bei der Griffkappen, dann war es immer ein Materialfehler. Babolat hat immer geschickt, hat immer geschickt. Am Anfang haben sie immer geschickt, 3, 3, 3. Ja, das ist ja dann steppert worden, dann kommen 6, 6, 6, 6. Es war halt wirklich, ich habe mich immer so abgeworfen, mit dem Griff nach unten, dass er mal wieder zurückspringt in die Hand. Hat extrem lässig ausgeschaut. Nur wenn du halt das 10 Mal gemacht hast, sind hinten die kleinen Stiftel rausgegangen aus der, aus dem Schlägergriff. Ja. Ja. Er hat dann aus dem Griff runterziehen können, ja, weil der Schlägerfetzen hin. Ne? Wann bist du auf das draufgekommen? Ja, zu bald, aber ich habe gewusst, wann der Rahmen ist, kriege ich nicht ersetzt. Jetzt habe ich schauen müssen, dass ich irgendwie die Wut wegkriege, dass es zumindest nur der Griff ist und nicht der Rahmen. Sensationell. Mit welchen Legenden hast du was zum tun gehabt? Boris Becker, Ivan Ischewitsch, wenn auch immer aus der Tenniswelt, Rafael Nadal, Djokovic. Djokovic habe ich einmal gespielt in Monza. Wie war es? 6-4 im dritten verloren. Mit Federer habe ich dreimal trainiert. Mhm. Mit dem hast du ein gutes Verhältnis, oder? Ja. Der hat einmal mit dir eingeschlagen. Hast du mir geschrieben? Ja, bei den US Open. Ja. Ja. Es war witzig. Ich habe mit dreimal mit Topstars eingeschlagen bei den US Open und jeweils mit denen, was ich mir eingeschlagen habe, die haben dann die US Open gewonnen. Es war zweimal Federer und einmal Safin. Aha, über die quasi. Ja, nein, über mich. Ich glaube, das so ist auch ein guter Segen. Aber das hat halt irgendwie dann gut zusammengepasst. Ja, das war ganz witzig. Du, boah, Tennislegenden. Federer, Djokovic, sind für mich zwei Legenden, auch wenn der eine noch spielt. Mhm. Aber es sind für mich die zwei besten Tennisspieler. Agassi. Also, aber der Beste? Wer ist der Beste für all time? Federer. Federer. Ah, Sampras, hallo, was ist denn jetzt los? Federer. Aber der gestörteste ist der Agassi. Der ist Wahnsinn, der Typ, der ist so sick. Aber Djokovic bei ihm, glauben auch ein paar Schläger drauf. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, aber der ist trotzdem auch menschlich voll in Ordnung. Ja. Damals in der Corona-Zeit, das fragt der da Arnel, hättest du das auch so gemacht, so wie er? Der hat ja damals in der Corona-Zeit, hat er sich nicht impfen lassen.
Was hast du in seiner Stelle gemacht? Am Turnier nicht teilnehmen? Kann ich nicht sagen. Kannst du nicht sagen. Ist in Wirklichkeit, was der was wäre, wenn ja. Ich als Trainer, ich habe es machen müssen, sonst hätte ich nicht in die Halle rein dürfen. Mhm. Wie weit war ich gekommen, hätte es mich nicht gesperrt. Die Frage kann ich da nicht beantworten. Ich weiß, dass es weitergegangen war wie auf 55. Ja. Aber wie weit ist alles nur Mutmaßung. Okay. Das war unseriös, wenn ich die Frage jetzt beantworten würde. Okay. Eins muss ich schon sagen, das, was er natürlich dann probiert hat mit der Linken, dass er sich halt einen Test ausstellen hat lassen. Ich glaube, er hat sich eins ausstellen lassen, dass er geimpft ist, oder? Ja, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Okay. Weil man da hat ja die Australier schon gewaltig verarscht. Ne? Ja. Ja, aber im Endeffekt heute ist schon wieder weniger wurscht. Ja, aber damals war es nicht, was ich meine. Ja. Ja, wir sind froh, dass wir die Zeit drüber haben. Absolut, aber was der, das war halt dann, das war schon eine Linke, wo ich mir denke, Alter, das hat er nicht Not, was das immer. Nein, du hast recht. Ich meine, das haben sie bei mir auch immer gesagt, aber ich war halt trotzdem anders Kaliber wie er. Ne? Ich war halt viel weiter drunter. Ja? Was kannst du, Alter, du spielst so geil Tennis, warum muss das sein, dass du schreist oder den Ball verschießt oder den Schläger zusammenhaust oder sonst irgendwas. Ja? Sage ich jetzt auch im Nachhinein, weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Temperament, das hat dir das ja ein Trainer beigebracht, gesagt, du musst. Es war damals so, dass ich es am Anfang an trainiert gekriegt habe, ja, und ich habe es halt dann nicht mehr ablenken können. Durch wem? Ist egal. Okay. Wenn man sieht, weiß ich, dass ich auch gemeint habe. Okay. Das ist einer der legendärsten Matches, das war Achtelfinale gegen David Nalbandian. David Nalbandian. Ja, genau, Nalbandian. Das war erste Runde war das. Erste Runde. Da bist du weitergekommen, gell? In Acapulco, ja. Das war das, wo wir zuerst geredet haben in der Night Session. Ja, das war eine extrem geile Partie, ja. Passt, dann gehen wir eh noch. Der Anel, den kennst du eh, Village. Er hat auch einen Blog, El Chevapo, der macht Foodblog. Er fragt, wie ich mich ernährt habe. Der Foodblogger fragt, wie ich mich ernährt habe. Vielleicht kannst du mal mit dir. Und ich sag drauf, Alter, wie ein Bauarbeiter habe ich mich ernährt. Hast du auf Ernährung geschaut? Nein. Nicht. Was isst du so gern? Nur noch Pizza. Nur noch Pizza, ja. Wenn ich bald in der Früh anfange, stehe ich um 7.40 beim Bilder, hole ich mir meinen Käse weg. Okay, aber du hast nicht mehr gute Figur, gell? Ja, ich habe beide Bullis auch. Die sind sehr vorteilhaft. Ja, ja, aber... Nein, aber was weiß ich, 3-4 Kilo konnte ich schon, oder 5 Kilo konnte ich schon weniger haben. Aber es ist ja da so, ich arbeite extrem viel und die Zeit, wo ich dann daheim bin, wie gesagt, will ich halt mit Frauen und Kindern verbringen. Ja, da ist mir jetzt nicht so wichtig, ob ich jetzt ein 8-Pack habe, ein 6-Pack oder Hauptsache, ich bin gesund und die Geschichte. Ja, und aktuell, was arbeitest du? Ich bin Tennistrainer. Tennistrainer, okay. Von dem lebst du halt, wie viel trainieren bei dir? Boah, wie viel habe ich? 20 Leute ungefähr. 20 Leute, okay. Ist da Talent dabei, was du ziehst? Ja, Talent, weißt du, ich glaube, dass in Österreich nicht das Problem ist, dass man Talente haben. Ich glaube, dass in Österreich das Problem ist, einfach mit der Neidgenossenschaft. Das heißt? Ja, dass halt in Spanien zum Beispiel, was ich, fliegen halt 3 Spieler vom Nadal zum Ferrero, 4 vom Ferrero zum Almagro, vom Almagro zum Ferrer und dann nochmal weiter zum Moya. Ja, ja, Alter, bei uns waren da jetzt, weiß ich nicht, der eine in die Akademie trainiert, gerade das vom Trainer nicht hast, hey, mit dem darfst du nicht reden, weil der ist bei den anderen. Ne? Ja, du lachst, das ist aber kein Spaß. Das habe ich jetzt vielleicht lustig gebracht, aber es ist unterm Strich die Wahrheit. Nein, ich lache deswegen, weil ich es lächerlich finde. Absolut lächerlich. Absolut. Aber das ist halt einfach nicht der Futter nicht. Weißt du, was ich meine? Jeder hat Angst, wenn der jetzt wegfällt, dann fallen mir im Monat 200 Euro. Ja, meine Güte, wenn du auf 200 Euro angewiesen bist, dann bist du der arme Lodge. Ja. Im Monat, weißt du, was ich meine? Das hört sich jetzt arrogant an. Das ist natürlich ein Unterschied. Nein, ich sage jetzt nur, als Reinigungskraftfrau 1200 verdienen oder 1400, das macht schon einen Unterschied. Ja? Aber wenn ich jetzt Trainer bin, ja, ob ich jetzt, keine Ahnung, 25 Stunden in der Woche spiele oder 29, ja, das macht keinen Unterschied. Verstehst du, was ich meine? Und wenn halt irgendwer glaubt, der ist woanders besser aufgekommen, was der Reisende soll man nicht aufhalten. Ne? Ja, passt. Das nächste. Beim US Open, Juan Martin del Porto, da war das ganze Publikum auf deiner Seite. Mhm. Wie es damals dort war, wie hast du das gefunden? Ja, jetzt überlegst du einmal. Big Apple und ich. So, das ist. Das rennt so. Das rennt so. Ja, das ist mein Stolz. Ja, das war halt ein extrem geiles Erlebnis. Und es war im Stadion Mörder. Ja, also es war wirklich mördergeile Stimmung.
waren halt dann auch die ein oder anderen Ballwechsel, die was das Ganze nur mehr angeheizt haben. Ne? Die haben mir gedacht, ja, okay, passt, geile Partie, das war's, Pressekonferenz, duschen, ab ins Hotel. Ne? Ja, wir gehen gemütlich essen. Ja, wieder bist du etwa gemütlich essen. Gemütlich essen war da gar nichts. Ne? Die sind rausgegangen aus dem Hotel, ey, liegt die nicht an. Ja, haben mich da zwei Vögel erkannt, nein, können wir ein Foto machen. Hey, auf einmal war da eine Menschentraube um mich. Ich so ein Loch im Bauch, also ich, Alter, wie kommen wir da jetzt weg? Ne? Und es ist halt trotzdem so, was der, ein Federer ist das gewohnt, ein Djokovic ist das gewohnt. Mhm. Ja? Aber natürlich, wenn du dann so eine Partie spielst und die Leute dann dort so auf dich anspringen, ja, mhm, natürlich kostet das dann aus. Ja? Und sagst nicht, hey, Burschen, was der, ich geh jetzt essen. Ja, ich bin ja nicht der George Clooney oder der Brad Pitt. Ne? Ja, dann habe ich halt da mit jedem Foto gemacht und ein bisschen quatscht und Autogramm und dies und jenes. Ne? War halt dann schon geil. Also waren schon lässige Tage dann nach dem Match. Ja. Das bleibt fürs Leben, ha? Solche. Ja, das sind schon coole Erinnerungen. Ja. Und ich werde auch immer wieder auf die Partie angesprochen. Und mhm, ja, es ist mir halt beim Arsch lieber, wir reden halt auf die Del Potro-Partie als wie auf die Sperre. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ist auch positiver. Genau. Passt. Dann fragt er, wer aus. Hast du noch was? Da haben wir noch genug, oder? Was ist? Wir sind eigentlich fertig. Ja, kein Problem. Ich muss sagen, taugt man richtig. Taugst du? Ist okay. Okay, ist ja schon wieder Woche, oder was? Okay. Ja, wir haben da jetzt noch ein bisschen so 10 Minuten, fährten, nicht mehr 10 Minuten, 4 Stunden und dann müde ich mich. Geh, Wutzi. Passt, tschüss, du wirst. Warte mal. Erwarten Sie die schon. Ah, okay. Ja, geht schon. Nein. Weißt du, es ist immer so, wenn ich irgendwo hinfahre, dann rufe ich an und sage, du, ich bin gut angekommen, Geschichte hat sich. Aber sie haben sich zuerst beide niedergelegt, weil natürlich die Nacht für sie mehr anstrengend war. Ne? Ja. Da hat es jetzt erst zurückgerufen. Okay, dann machen wir wieder weiter. Ich soll dich fragen, wer aus deiner Sicht die talentiertesten Spieler waren, die Barty statt Graham Sam Titel bevorzugt haben? Maratzafin. Achso, na warte mal, der was Barty statt Graham Sam? Maratzafin. Ja, sicher, ja sicher. Ja, völlig geistesgestört. Ich habe damals mit dem trainiert, Australian Open, das weiß ich noch. Australian Open und ich war dann heimgeflogen und er sieht mich, also das erste Mal so zusammengekommen sind wir bei den US Open. Da habe ich einen Russen geschlagen, da hat er die Partie über den Livestream verfolgt. Weil da hast du in die Garderoben, hast du ja riesengroße Flatscreens und da steht jeder Platz steht oben. Ne? Und ein paar werden dann auch übertragen. Und ja, dann steht er hinter mir beim Essen, ne? Und dann nimmst du halt vom Buffet und alles. Ne? Und er sagt, congratulations, good match. Schau, ich mache es auf, wieder voll geil. Ich so ein kleiner Zwergensitzchen. Ne? Und ja, bei den Australian Open auf jeden Fall, der Hund spielt Finale gegen Johansson. Und wir haben sie vor dem Semifinale eingeschlagen, weil ich habe im Jugendbewerb gespielt. Ja. Und ja, ich habe verloren und war heimgeflogen und wir sehen sie dann nur mal im Locker unten, ne, und sagt, hey, I need you on Sunday for warm-up. Da sage ich, weil ich habe verloren, ich will nicht heim. Ne? Never change a winning game. Today I won, we warm up again on Sunday. I pay your expenses. Also, er zahlt mir das Hotel, er zahlt mir Flug umbuchen und dies, jenes. Er will mit mir einschlagen. Ja, okay, passt. Und sagt er, ja, er hat Geburtstagsfeier, er hat im Hyatt, hat er im ganzen 15. Stock für sich. Ne? Ich kann da ein Zimmer haben, ich kann aus meinem auschecken, das rennt alles auf ihm. Ne? Ja, okay, passt. Ja, dann bringe ich meine Sachen da auf, ne? Gehe dann essen. Kommst natürlich nirgends rein mit 17, ne? Was sagst du, okay, keine Ahnung, du bist jetzt in Melbourne ins Casino oder sonst, kommst nirgends rein mit 17, ne? Da war ja okay, ja, dann war ich noch unten ein bisschen Internet und bla 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 und ja, dann gehe ich halt auf ins Zimmer, hey, Alter, das war wie ein Laufhaus da oben, ne? Hey, da ist zugegangen, ne? Ja, dann bin ich halt eingeflüchtet in mein Zimmer, ne? Ja, dann 4 in der Früh, da ist noch immer Party hard, ne? Vollgas, ne? Die gehen raus, die Leute haben auf alle 4 aus dem Zimmer und sagt, hey, man, tomorrow we warm up and win the Aussie Open. Thema, Alter, das Einzige, was du findest, ist im Uno vielleicht, aber nur, ja, Alter, der hat einen Sang geklagen, was da im Finale alle draufkriegt. Ja, völlig stehend, Corona. Alter, da waren
Hosen über Hosen, das war ja wie eine Modelshow war das dort. Ja, völlig gestört. Wolf of Wall Street. Ja, er war wirklich, oder? Aber wirklich. Aber der ist so geil, der Typ. Stell dir vor, der hätte nur gewonnen. Das war Wahnsinn. Alter, das war in dem körperlichen Zustand nicht ausgegangen. Ja, okay, der Annele ist fleißig bei den Fragen. Der ist auch selber Reporter. Frage ihn, welche Sachen er heute extremst bereut und was möglich gewesen wäre, wenn es die mehr auf Tennis konzentriert hätte, hat er gesagt. Ich glaube, möglich war gewesen die ersten 20. Das traue ich mir zu, spielerisch, körperlich. Wie gesagt, wenn die ganzen Anschuldigungen so nicht gewesen waren, natürlich dann unterm Strich die Sperre, weil da war dann eine Sendepause. Aber ich glaube, dass die ersten 20 sicher greifbar gewesen waren. Spielerisch war ich sicher, also spielerisch jetzt nicht von meinem Benehmen am Platz oder von meinem Auftreten, sondern spielerisch war ich sicher mörder unangenehmer Gegner. Ja. Wie gesagt, ich meine, habe einen Albanien geschlagen, der war 7 in der Welt. Ja, jetzt kann man sagen, ja, gut, das war Eintagsfliege, weil du warst trotzdem nur 55. Ja. Aber es waren halt trotzdem, auch gegen Roddick, waren es halt immer enge Matches. Ferrer war 5 in der Welt, 6-4 im dritten verloren in Umag. Ne. Und habe ich sogar schon Break geführt im dritten. Also ich glaube, dass ich einfach unterm Strich mehr Matches nur braucht halt auf dem Level, dass ich das halt dann einfach auch konstanter spiele. Bei mir war es halt immer so. Ja, das ist immer so dahingerend. Ja. Ich hätte halt einfach mich da ein bisschen nach oben arbeiten müssen. Und ja, das ist sich halt dann einfach leider Gottes 2-10 dann nicht mehr so ausgegangen. Ich habe mich dann auch nochmal am Handgelenk operieren lassen müssen, bin dann im Ranking angestürzt, bin dann bei den Future super zurückgekommen. Ja, und dann war ich der Schlussstrich. Ne. Wie oft hast du operieren müssen? Fünfmal. Hast du heute noch Probleme? Ja, muss ich wieder gehen jetzt. Wieder kaputt. Ja, schade. Ja, aber ja. Das ist halt einfach so. Man, Sport ist mehr, das ist ein bisschen übertrieben, aber natürlich hast halt du als Profisportler natürlich mehr Abnutzung als einer, der was halt jeden Tag ins Büro geht. Ne? Der kriegt ja vielleicht mehr Sehnenscheidenentzündung. Ja. Beim Fußballer ist halt das Kreuzbandel hier, beim Tennisspieler ist Handgelenk oder Schulter oder sonst irgendwas. Aber ich muss trotzdem sagen, dadurch ich halt körperlich so fit war, war ich eigentlich immer. Ja, ich war eigentlich nie Gräber verletzt oder sonst irgendwas. Ne? War halt extrem austrainiert. Ne? Da habe ich halt dann schon auf die Ernährung geschaut. Also da habe ich dann schon einmal einen Tofu und so gegessen. Ne? Ob mir der jetzt geschmeckt hat, brauchst du mich nicht fragen. Aber ich habe halt zu dem Zeitpunkt, wie ich halt Profi geworden bin, habe ich wirklich alles untergeordnet. Also da war halt dann auch kein Fortgehen oder sonst irgendwas. Ja? War halt dann am Samstag nochmal eine Fitnesseinheit am Nachmittag laufen, ja, und dann halt regenerieren, daheim auf der Couch. Fernsehen, Kino einmal, ja, aber Fortgehen oder Alkohol war halt da gar nichts. Ne? Na okay. Der Verhältnis zu österreichischen Spielern Stefan Kubek, Markus Himpfl. Du, mit Kubek hat halt da einmal eine Diskrepanz gegeben bei der Liga. Ja. Haben aber dann, glaube ich, knapp ein Dreivierteljahr später bei einem Charity-Event im Burgenland haben wir da dann das Kriegsbeil begraben. Ja. Mit Max verstehe ich mich eigentlich ganz gut. Man ist in Kitzbühel drinnen, trainiert dort mit einem Top-Jugendspieler. Ja. Oder ich weiß nicht, ob der jetzt schon 19 ist, keine Ahnung, aber trainiert dort mit einem Top-Spieler. Mit seinem Stiefbruder, mit Werner, habe ich ja damals selber auch trainiert. Ja. Der hat jetzt einen super talentierten jungen Spieler, den Nico, ja, den was ich hin und wieder in Wössich beim Training, der was auch hin und wieder mit einem Spieler von mir trainiert, ja, wo wir halt dann gemeinsam am Platz stehen und so. Aber na, ist eigentlich okay. Ich meine, ich habe jetzt auch keine Reibungs- oder Angriffspunkte mehr mit denen. Also Kubek sehe ich gar nicht mehr. Ja. Markus auch nicht mehr, kriege ich halt ein bisschen was dort oder da mit vom Werner oder vom Nico, aber ansonsten. Okay, dann du gütst als großer Supporter von Dominik Thiem. Absolut, absolut. Der liegt da nicht ganz. Der liegt mir aus dem Grund nicht, weil man halt einfach, hat halt einfach einmal eine persönliche Geschichte gegeben, ja, wo er sich halt, nachdem er in Italien bei den Future nach der Handgelenks-OP, ja, das ist jetzt nicht übertrieben oder sonst irgendwas, wo er halt einfach mit seinem Opa noch gereist ist, ja, wo er halt bei meinem Trainer und bei mir bettelnd gekommen ist bezüglich Training, weil ihm halt keiner kennt und keiner mit ihm trainieren wollte und keiner weiß, wie er spielt und hin und her und wir sind Österreicher und bla bla bla. Ja, und dann hat es halt beim ersten Mal nicht gepasst, weil ich halt am nächsten Tag gegen einen Lefty gespielt habe, wo mein Trainer halt selber Lefty ist. Ne? Ja, und dann haben wir mal trainiert und haben wir Nummern austauscht und dies und jenes und na und alles Gute und bleiben in Kontakt und ob wir die nächste Woche Doppel spielen, habe ich gesagt, du, das wird nichts, weil wir kommen mit deinem Ranking nicht rein. Ja, auf jeden Fall hat es halt da im Nachhinein
ich bin ihm dann entgegengekommen mit dem Training, ja, und ich hätte halt dann einfach kurz drauf, wenn er was braucht, wo er halt die WhatsApp-Nachricht in derselben Minute, wo ich es geschickt habe, nur gelesen hat und bis heute nicht zurückgeschrieben hat. Und das ist für mich einfach menschlich und charakterlich das Letzte. Mhm. Ja, verstehe ich. Und ich sehe auch bei dir, wenn ich mit dir, du hast auch viel zu tun, du schreibst immer gleich zurück, rufst zurück, also auf das legst du sehr viel Wert. Ja, das hat einfach was mit Zuverlässigkeit und Professionalität zu tun. Und Anstand. Ich kann den immer nicht da irgendwas wollen von den Leuten. Ja, und wenn die dann was von mir wollen oder brauchen, ja, dann scheiße es an. Ja, das geht schon, ja, das geht schon, ja, aber es geht halt nicht lang. Ne? Weil das redet sich halt irgendwann herum. Mhm. Ja, und da gibt es halt einfach ein paar persönliche Differenzen, auch wenn das jetzt 12 Jahre her ist, aber das sind so Sachen, da wäre Hirn wie Elefant und das vergiss ich nicht. Ja. Und mir haben halt die Leute teilweise schon abflammt vor Corona, ja, wie es kannst, nein, was sagst du dem? Sag ich, du, der wird so schnell wie er um war, genauso schnell wieder anstürzen. Ne? Also, weil ich finde, dass er körperlich nicht fit ist, ja, weil ich mir da andere Spieler anschaue. Aber ganz ehrlich, das ist ja nicht mehr eine Frage der Zeit. Ja, ich glaube, dass wir da jetzt dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit schenken brauchen. Ja, ich mache mir halt dort hin und wieder mal vielleicht, gönne ich mir einen Scherzerl. Siehst du auf Instagram, auf deine Storys? Ja, aber das sind halt so Sachen, was die kann ich mir halt nicht verkneifen. Und wenn, ich war immer sehr, sehr loyal und hilfsbereit außerhalb vom Platz, aber an einem Platz 90% der Zeit ein Arschloch war. Mhm. Das sage ich auch von mir selber, das weiß ich auch. Vieles bereue ich auch, ja, aber außerhalb vom Platz, glaube ich, kann man keiner irgendwie was Schlechtes vorwerfen. Und ja, wenn ich da halt dann angeschissen werde oder wenn meine Gutmütigkeit ausgenutzt wird, ist es halt dann trotzdem so, dass ich halt das nicht vergieße. Und da stiche ich halt dann nicht einmal nach, sondern 17 Mal. Weißt du, das Spiel nach dem Prinzip, wie du mir, so ich dir. Mhm. Nur halt dann doppelt und dreifach. Okay. Dann der Wedler, einer der letzten Fragen, fragt, ob die Teilnahme Rampensau-Forsthaus Auswirkungen auf dein Privatleben gehabt hat. Oder nein, überhaupt nicht. Nein, hat überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Also es war natürlich mit meiner jetzigen Frau, war das im Vorhinein abgesprochen. Mhm. Ja. Ich kann es auch offen und ehrlich sagen, es war einfach so, das Angebot ist reingekommen, ich habe lange überlegt. Also ich war ja schon im Gespräch für die erste Staffel. Nur da war halt die Gage so wenig, dass ich nachfragen habe müssen, ob das pro Tag gezahlt wird oder ob das für die. Ja, du lachst, das aber kein Spaß. Also es war wirklich wenig. Und ich habe gesagt, kriege ich das pro Tag oder? Nein, das ist für die ganze Staffel, aber du hast die Chance, wenn du das gewinnst, nur mit 10.000, sage ich. Da ist meine Frau dann auch eingestanden und das hat nichts mit Respektlosigkeit ihr gegenüber zu tun, sondern ich würde dann in der Art und Weise, wie ich dann rede, der Person gegenüber einfach nicht der Ausdruck verleihen oder dem Ganzen einen Nachdruck geben, dass mir das nicht wichtig ist, ob ich im Fernsehen bin oder nicht. Und ich habe dann gesagt, sag ich, du, ganz ehrlich, für die Gage mache ich lieber meine Arbeit daheim, ja, schlafe jeden Tag neben meiner Alten ein, was ich normalerweise nicht sage, ist immer nur meine Frau. Mhm. Ja. Aber nur, dass die das versteht. Ja. Und sie ist daneben gestanden. Ich habe gesagt, ja, da schlafe ich lieber jeden Tag neben meiner Alten ein, habe meine Tochter jeden, also die zwei Dienstage plus das Wochenende, ja, und brauche lieber 500 Euro in der Zeit, wo ich daheim bin, ja, wie bevor, dass ich für das Trinkgeld die Geschichte mache. Sag ich, das muss dir klar sein. Ne? Ja, aber was denn, mehr Budget ist nicht da. Sag ich, ja, wenn nicht mehr Budget da ist, sag ich, dann müsst ihr euch irgendwen anderen suchen. Sag ich, ich tue es sicher nicht und hab dann abgelehnt. Ne? Ja, und jetzt haben sie heuer dann wieder angefragt und ja, das, der einzige Knackpunkt, der was halt war halt das, dass halt Lilly zu dem Zeitpunkt, wo wir Draht haben, Geburtstag gehabt hat. Mhm. Ne? Das war halt für mich dann schwierig zum Entscheiden. Ich hab dann wir haben dann ein Wien-Wochenende gemacht, haben dann mit ihr drüber geredet, hab gesagt, du, pass auf, ich lasse mir da halt dann was einfallen, dass du ein schönes Wochenende hast, auch wenn ich nicht da bin, habe aber dann auch vorweg, da ist noch gar nicht um eine Summe oder sonst irgendwas gegangen bezüglich der Gage, habe ich gesagt, Fakt ist, wenn ich es mache, ja, wie am 16.06. will ich auf jeden Fall für 15 Minuten mein privates Telefon off-cam, das heißt keine Kamera, kein Mikro, ja, sage ich, will ich 4 Stunden festheimen. Sage ich, wenn ich das nicht kriege, könnt ihr mir 100.000 zahlen, dann mache ich es nicht, ja, ist mir scheißegal. Sage ich, weil das geht mir einfach vor. Schön. Ja, und den sind sie mir dann nachgekommen, auf das sind sie mir dann eingegangen. Und ja, ich habe dann zu dem Zeitpunkt war meine Frau schon hochschwanger. Ja, habe halt die zwei dann nach Wien geschickt ins Hilton, da haben sie ein lässiges Wochenende gehabt. Wir haben dann auch telefoniert am Freitag, so wie es vereinbart war. Und ja, warum das ich gemacht habe, wir haben einen Monat später geheiratet. Wir sind wiederum 2 Monate später ins Haus gezogen. 3 Monate später ist der Kleine gekommen, das heißt, ich wusste, ich brauche die Hartz. Und sie haben halt dann bei der Gage haben sie halt einiges draufgelegt. Und das war dann der Grund, warum dass ich das gemacht habe. Aber private Auswirkungen hat das nicht gehabt. Aber Gegenfrage, warum hätte es private Auswirkungen haben sie? Das fragt er, das fragt der Wedler dann.
Das können wir am Schwab fragen, ja. Dass das kriege ich geschrieben. Nein. Okay, dann Satans Patron, der war dort. Wie? Satans Patron war dort, ja. Wie ist er? Also ich bin auf jeden Fall weiß. Ich glaube, dass er genauso gestört ist wie ich. Wenn es halt im Rahmen passt, ja. Was das, ich meine, ich sage jetzt einmal, wir haben sie ja dann nur mal getroffen, ich habe mir dann ein Booking erkennt in Linz bei einem Club, ne? Da bin ich ja dann auch hingefahren, da haben wir sie dann getroffen. Und ja, ich sage jetzt einmal, das Wiedersehen war halt genauso herzlich, wie die Verabschiedung dort war. Und das passt halt auch. Jetzt ist der Kontakt leider wieder ein bisschen weniger, weil Lilly wollte ihn unbedingt jetzt anschauen, wann er nach Linz kommt mit seiner Stand-Up-Comedy. Ich habe mir auch Karten gekauft, jetzt ist es im Oktober. Im Oktober, genau, ja. Und, dann sehen wir sie wieder dort. Da werde ich auf jeden Fall noch reden, weil er gesagt hat, naja, er möchte die Kleine mit mir auf jeden Fall einladen. Ja, und ja, dem werden wir sicher nachkommen und ja, wird sicher auf jeden Fall lustig. Ja. Geil. Na okay, magst du noch deine Fragen vom Handy oder? Da waren auch noch zwei, drei. Nee, ganz egal. Was du magst. Wie sind wir mit der Zeit? Stunde 5. Okay, dann sind wir kurz gut dabei. Ist da nur ein guter dabei, weil ich glaube, das meiste haben mich eh schon beantwortet. Solange du schaust, sage ich nochmal kurz den Sponsor. Wenn ihr Autokarosserie lackieren wollt, bei Asakola, beim Ado, danke nochmal für die Unterstützung. In Steyr hat er die heutige Sendung unterstützt. Ja, wie mit den Jetlags umgegangen habe. Ja. Das mit Tommy ist auch mehrfach gefragt worden. Ne? Wie ist denn mit den Jetlags gegangen? Du, weißt du, einmal so. Also wir haben ja über das geredet, wo ich in Chennai die Partie angeboten gekriegt habe gegen Davidenko. Ja, Katastrophe. Also für mich war es immer am schlimmsten, umso geringer die Zeitverschiebung war. Also so Chennai war damals eine Stunde. Das war Wahnsinn. Das war so schlimm. Hast du irgendeine Taktik gefunden dafür? So, in der Jugend, wie wir geflogen sind, was weiß ich, Junior US Open und so, das hat damals der fürs Nationalteam, sage ich jetzt einmal. Ja. Ne? Der Gerhard Krawagner hat das extrem geil gemacht, weil der hat uns 3 Tage vorher in Wien einkaserniert und wir haben dann in Wien, also zu österreichischer Zeit, so gelebt, wie wenn wir schon in New York waren. Also in dem Fall, Entschuldigung, zuerst war das Vorbereitungsturnier in Quebec. Also wir haben in Österreich haben wir die Zeitzone von Kanada gelebt. Ne? Interessant. Und das war halt geil. Ich weiß jetzt nicht mehr, dass jetzt da kommt wieder ein Kommentar oder der Hund weiß nicht mehr, was für Uhrzeit in Quebec ist. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Aber das ist jetzt eh nicht weiß, so wichtig. Aber ich weiß zum Beispiel, dass wir halt dann teilweise Trainings gehabt haben von 23 bis 1.30 Uhr zum Beispiel. Ne? Und dann haben wir um 4 Uhr Abend gegessen. So ungefähr, wie gesagt, ich das weiß jetzt nicht, wie die Zeit verschiebt. Naja, wir sind da umgeflogen und dann war es genau so, dass wir halt um 11 Uhr am Abend dort trainiert haben und da war es, keine Ahnung, 4 Uhr am Nachmittag. Und um 4 Uhr in der Früh war es halt dort, keine Ahnung, 9 Uhr am Abend. Also du warst halt dann schon in dem Rhythmus drinnen, weißt du, was ich meine? Interessant. Und das war schon extrem lässig. Ne? Damals auch bei den US Open wollte ich das so machen, wie ich halt dann gegen Del Potro gespielt habe. Ne? Da ist mir aber dann ein kleiner Fauxpas passiert, weil da habe ich die ganze Nacht durchbockert, dass ich im Flieger schlafe. Bin ich mit meiner damaligen Freundin umgeflogen. Dann hat der Wecker geleitet. Ich denke mir, weiß nicht, ich glaube 3000 Leute dabei, ne? Sind nur 19 dabei. Ja, denke ich mir, na, fuck, wie tue ich jetzt? Ne? Ich muss jetzt nach München fahren. Ne? Wie spiele ich jetzt weiter? Ja, rufe ich einen Späßel an, sage ich, du musst mir das Turnier fertig spielen. Ja, passt. Bei mir fällt natürlich der ganze Druck ab. Ne? Weckt meine Freundin auf, sage ich, du Schatz, wir müssen sie jetzt dann zusammenpacken, gell? Sage ich, geh noch schnell aufs Klo duschen und dann fahren wir. Ja, passt, ey, sitzt mir aufs Klo, fällt mir der Schell zu geschlafen. Ich bin am Klo so weit geschlafen. Dann kommt sie und sagt, hey, wir müssen fahren, wollten wir um 4 Uhr? Ja. Sagt, hey, es ist schon viel über 5 Uhr. Ich sage, was? Hat es ein paar Radarstrophen gegeben? Ja, ich bin noch halbwegs gemütlich bis nach Passau gefahren. Ja, aber dann von Passau weg, aussehen auf München, Stehkragen, da stand 20 Mal draußen. Da habe ich dann ein super zügiges Auto gehabt. Da war ich noch Tennisspieler, jetzt bin ich Familienpapa, jetzt steigen wir da natürlich ein bisschen um. Nein, aber das war dann schon teilweise ganz, da gibt es ein paar ganz lustige Episoden. Ne? Brasilien haben sie mich einmal festgenommen. Warum? Am Flughafen, weil ich über die gelbe Linie drüber gegangen bin. Ich schwöre. Es war halt so, ich bin halt geflogen. Der Boss, der war ein Jahr vom Abrenner. Zu dem Zeitpunkt war ich 23. Das heißt, das Foto von da drinnen, da war ich 14, 15. Ne? So ein Gesicht, kurze Haare, dann natürlich, was der austrainiert, schmales Gesicht, lange Haare. Ne? Ja, und ich gehe zur Passportkontrolle, gibt ihr das, gebe ihr das Ticket, okay, sie schaut sich das an. Ne?
Ja, dann war ja halt das Gelächter Nummer 1. Ne? Sie voll gelacht, reicht den Boss weiter zum nächsten Schalter, die haut sich voll an, gibt ihn weiter. Und ich sage, hey, was ist denn los? Kann ich meinen Boss wieder haben? Ne? Ja, und dann auf einmal findet keiner mehr den Boss. Ne? Ja, wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Ne? Ja, und ich gehe rüber, da war dann so eine Linie, ne? Und ich wollte seitlich bei einem Glas vorbeischauen. Ne? Weil das ist so ein fettes Glas, da siehst du nichts mehr. Ne? Das ist wie wenn du durch einen Aschenbecher schaust. Ne? Mhm. Und ich gehe über die Linie und schaue halt so seitlich um. Ne? Ja, da fahren wir es eigentlich umgeschossen. Zwei so Sicherheitstypen mit Maschinen quer. Ne? Ja, wo mein Boss ist, sage ich, ja, da drinnen. Ja, dann darf ich die gelbe Linie nicht übertreten. Ne? Ja, Alter, dann haben wir die Hunde angeführt, dann bin ich oben im Büro gesessen. Wie lang? Ja, anderthalb Stunden. Wahnsinn. Also geschwitzt habe ich nicht, weil mein Haus war, sondern weil ich so viel Angst gehabt habe, die Hunde sind da gestanden, wie wenn ich ein Schwerverbrecher war, nur weil ich so viel über die gelbe Linie drüber bin. Ne? Ja, das war dann so witzig. Ne? Dann kommt halt der Chef, der Hund schreibt mit mir, ja, ich muss meine Tennistaschen auspacken. Ne? Da war halt damals der Laptop drin, was der da habe ich so einen kleinen Sony gehabt, ne? Weil da bist du nicht mit den großen gereist, jetzt reist du halt mit der großen Tasche im Handgepäck. Schläger, Seiten, alles drinnen. Ne? Macht meinen Hund alle Reißverschlüsse auf, ja? Nimmt die Taschen und lädt so aus. Ne? Alles ausgeladen. Ne? Ist hier worden was? Nein, nichts kaputt, aber halt einfach völlig Respekt. Ja. Weil man, wenn die Schläger blöd fallen, sind die hin. Ich meine, zusammen haben du immer selber, weißt du, man braucht so einen Vogel nicht. Ne? Und ja, dann schimpft halt der voll. Ne? Und dann sage ich, ja, ich weiß jetzt nicht, wo das Problem, also alles halt auf Englisch, ne? Sag ich weiß jetzt nicht, wo halt das Problem liegt. Ja? Sag ich, nur weil ich da über die Linie gestiegen bin. Ne? Boss habe ich auch keinen gehabt. Ne? Dann haben sie dann erst hinterrucks einmal wieder organisiert. Ne? Hast du gesagt, dass du Tennisspieler bist? Nein, das interessiert keinen. Ist ja nicht wichtig. Hat da noch nicht irgendwer helfen können von dir? Von der Organisation? Nein, von wem denn? Ich bin halt da bei dem Big Boss von dem Flughafen gesessen für die Sicherheit. Ne? Ja, und der schimpft halt da auf Englisch dahin. Ne? Und wirklich dann so lachen müssen, dass ich nicht aufpassen müsste. Ganz rot geschossen. Sagt er, was wird er gesagt? Normally, little piece of shit like you, I eat for breakfast. Ne? Und ich sage, you eat piece of shit for breakfast. Ne? Weil ich bin gestorben. Ne? Ja, dann war der Hund, ist er nur hasse geworden. Dann hat er kurz zum Lachen angefangen. Sag ich, Alter, komm jetzt, mach bitte da jetzt kein paar Höhe. Sag ich, bei mir geht der Flieger. Hast du das schon gehört? Ne? Last call to Argentina, Buenos Aires. Ne? Sag ich, Alter, das ist mein Flug. Ne? Er hat dann auch da selber nur mehr lachen müssen. Und er hat gesagt, der nimmt deinen Scheißdreck und schlecht. Ne? Ja, dann bin ich da 27 Gates runtergerannt. Dann denke ich mir, der Hund sagt, ich bin ein kleines Stück Scheiße, was er zum Frühstück ist. Denke ich mir, ja, Alter, Mahlzeit, lass das Frühstück schmecken, du Vogel. Ah, geil. Dann nur das allerletzte. Hast du noch ein Message an die Leute da draußen? Du. Schaut, dass ihr euer Leben im Griff habt. Bleibt gesund, schaut auf eure Mitmenschen. Und ja, das ist alles. Passt. Leil, das war Daniel Köhlerer. Danke. War echt geil. Danke, hat mich gefreut. Danke, Dino. Lili hat Spaß gemacht. Danke, Dino.